Mit dem Turtle Twister Soft hat der Materialspezialist einen neuen Noppeninnenbelag für den modernen Abwehrspieler im Sortiment. Wir haben uns das leicht klebrige Gummi natürlich genauer angesehen. Der Turtle Twister Soft ist mit einer transparenten Folie abgedeckt, die das leicht klebrige Obergummi schützen soll. Keine schlechte Idee, fällt doch direkt auf, dass die Klebrigkeit wirklich auf einem lange nicht gesehenen Niveau ist. Im Test konnten wir sogar einen Plastikball damit hochziehen. Ein erstes Indiz dafür, dass der Belag auf ein spin-orientiertes Spiel ausgerichtet ist. Der weiche, feinporige Schwamm sorgt zusätzlich für eine lange Ballkontaktzeit, was ebenfalls effektfördernd sowie kontrollerhöhend wirken sollte. Und das bestätigt sich auch direkt beim Einspielen. Konterbälle lassen sich präzise steuern. Auch bei Topspins lässt sich der Ball fast immer wieder auf den gleichen Punkt spielen, was durch die lange Ballkontaktzeit unterstützt wird. Topspins kommen somit wie aus der Maschine gespielt und mit einem schönen Bogen versehen. Auffällig ist unserer Meinung nach, dass der Belag eine höhere Geschwindigkeit erreicht, wenn man den Ball senkrecht trifft, als wenn man ihn nur tangential trifft. Auch das Blocken ist mit dem Turtle Twister Soft problemlos möglich. Während der Schwamm dabei leicht dämpfend wirkt, nimmt das Obergummi überraschenderweise nicht ganz so viel Schnitt an. Auch beim aktiven Kontern kommen dem Belag diese Eigenschaften kontrollerhöhend zugute. Die Paradedisziplin des Turtle Twister Soft ist unserer Meinung nach ganz klar die lange Schnittabwehr. Hier bietet das leicht klebrige Gummi eine herausragende Sicherheit gepaart mit einer ordentlichen Portion Schnitt. Eine ideale Kombination also für Abwehrer, die auch gerne durch Schlägerdrehen den Gegner verwirren. Unser Fazit: Der Turtle Twister Soft ist ein Bringerbelag, der wohl ideal auf das moderne Abwehrspiel zugeschnitten ist. Neben hohen Kontroll- und Effektwerten in der langen Abwehr bietet das leicht klebrige Gummi dabei aber auch genug Power, um sich wieder nach vorne zu kämpfen und den Gegner unter Druck zu setzen.